Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelator und weiter geht's mit dem Spiel Nioh. Jo, heute steht an die Nebenmission, die aufsteigenden Schatten. Die fehlt uns noch und dann können wir direkt weiter mit der Hauptmission machen. Wir kommen allerdings ins neue Gebiet danach. Wahrscheinlich ist es dann ja die vorletzte Region und dann gibt es noch eine Region. Also wenn man hier guckt, dann sind das wahrscheinlich 7 Regionen. Würde ich jetzt mal so behaupten, keine Ahnung. Gut, machen wir wie gesagt diese Mission hier. Es sind Informationen über eine Gruppe aus Licht gekommen, die vorhat, Fürst Laser zu ermorden. Lesu? Anscheinend ist sie schon in einer Kellergewölbe des Burg Edo vorgedrungen. Und sie hat Yokai bei sich. Okay, ich muss aufpassen. Ich muss an der Seite meines Fürsten bleiben. Doch wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich möchte, dass du dich schnell zu Burg Edo begibst und den Weg in ihre tiefsten Gemäuer findest. Dann solltest du diesem Misstäter die Strafe erhalten, die sie verdient. Willst du das für mich tun, William? Natürlich. Wie gesagt, ich bin Mädchen für alles. Wir töten alle Yokais. Ja, also wir sind hier in dieser Burg angekommen und müssen uns irgendwie vorkämpfen. Mal gucken, was wir hier machen müssen im Endeffekt. Auf jeden Fall. Ah, hier ist ein Magier wieder. Und dann nicht diese hässlichen Magier schon wieder. Ja komm, ruh dich ein bisschen aus und weiter geht's. Wrecked. So, das hast du jetzt nicht erwartet. Ah, ich schon. Ja, ich weiß, wir haben gerade ein ziemlich cooles Höschen an, ne? Sehr, sehr bezaubernd. So, hier sind wir gestartet. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Und dementsprechend muss ich doch irgendwie außen rum, oder das ist unterirdisch. Naja, wurde glaube ich in der Quest auch gesagt, dass ich irgendwo reindringen muss. In die Burg. Und anscheinend finde ich hier erstmal nichts. Willst du unbedingt so schnell sterben, Ninja? Ja klar, kein Problem. Hier hast du eine Axt in deinen fetten Hintern. So, gibt's hier noch irgendwas? Da ist noch ein Ninja, sogar zwei. Okay, jetzt muss ich ausweichen oder heilen. Hauptsache irgendeine Scheiße schmeißen auf mich. Hauptsache es macht Damage. Ja, so kennt man die. Ja, du kommst hier nicht weg. Du kommst hier nicht weg. Und das war's, du Würstchen. Du kleines Würstchen. Blitzamulett, okay. Ich glaube, sonst gibt es hier soweit. Ah ja, doch, hier noch ein Ninja. Der auch bereit ist zu sterben. Okay. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts, oder? Na, wenigstens macht dieser Weg jetzt hier Sinn. Wo kommst du denn her? Der ist ja so schwarz wie die Nacht. Hat man gar nicht gesehen. Okay. Haben wir besiegt? Alles klar. Okay, da wartet noch ein Yokai. Vielleicht muss ich auch einfach hier alle Yokais wieder besiegen. Vielleicht aber auch nicht. Übrigens, die Frage mit diesen Dummteilen, die wir in dieser Hauptmission gemacht haben. Anscheinend war das doch nur irgendwas Nebenmissionmäßiges. Weil wir konnten ja die Mission abschließen, ohne dass wir diese ganzen Dummteile gefunden haben oder so. Autsch. Jo, was abzieht. Tja, und was ich abziehe, da guckt ihr jetzt. Okay, weiter geht's. Was erwartet uns hier? Na komm, nimm ab. Irgendwelche komische Pulvers finden wir hier, brauchen wir alles nicht. Für was auch den ganzen Rotz? Okay, ich glaube, die Leiter brauche ich nicht, weil, ja, keine Ahnung. Weil ich glaube, da oben geht es nicht weiter. Aber Glauben und Wissen sind natürlich unterschiedlich. Wie die da einfach rumstehen und nichts machen. Und wie ich die gar nicht gesehen habe.
Oha, drei Stück. Na komm, jawohl. So, nur noch diese hässlichen Ninja. Tja, hast du wohl daneben geschielt, hä? Beim Schmeißen. Du Opfer. Okay, nice. Das hätten wir geschafft. Mal gucken, was wir hier noch finden. Genau, das war hier quasi der Bossraum. Oder? Ich glaube schon, ja. Irgendwie sowas. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Kam mir von hier? Vielleicht muss ich doch die Leiter hoch. Oder auch nicht? Wieder typisch zwei Stück. Den einen sieht man, der andere kommt aus dem Nichts raus. Nein, nein, geh weg. Nicht töten, nicht töten. Noch nicht, noch nicht. Genau deswegen, weil ich euch erstmal als erstes töte. Und dann habt ihr gar nicht die Chance, mich zu töten, weil ihr dann schon tot seid. Muhaha. Schlau, ne? Gut, gehen wir mal hier durch. Mal gucken, was es hier so gibt. Ach ja, das ist das mit den 1000 Zimmern hier. Ja, ich erinnere mich. Dieses komische Badehaus. Ach, hier können wir nicht durch? Nein, warte mal, hier war das doch mit diesem Codezeug, was ich abgeben musste. Stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Wovon ich vorhin gequatscht hatte. Okay, nice. Uns hat das Teil nicht einmal getroffen. Genau, hier ist wieder die Regeneration so scheiße, ja. Halt's nur die Hälfte. Na komm. Und bam. Genau, immer warten, bis er diesen komischen Bauchplatscher macht. Nicht den. Auch nicht den. Aber den, ja. Nee. Und bam. Also quasi, wenn hinten das Gehirn bei dem rausguckt, oder was auch immer das ist, dann kann man den gut attackieren. Okay, komm du mir mal her. Lass mal hier kotzen. Okay, diesmal hat er nicht so viel ausgehalten. Nur mal 6 Schläge. Normalerweise halten die wirklich immer, weiß ich nicht, 10, 15 Schläge aus. Ist das jetzt ein Hintereingang? Das war mir so klar, dass da was ist. Deswegen habe ich natürlich direkt Schutz gemacht. Provisorisch natürlich. Und reagt. Dass die Ninja hier alle gleich aussehen, das ist auch ganz strange. Diesmal sogar nur 5 Schläge. Ich mache auch schon über 1000 Schaden. Das ist wirklich krass, wie wir uns gesteigert haben von der Stärke her. Das ist unbelievable. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Okay, hier gibt es nochmal hier diese komischen hässlichen Magier. Naja, erstmal hier sich hochbuffen. Okay, fast hätte uns geschlachtet. Aber nur fast. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier richtig laufe. Ich hoffe mal, dass wir hier hin müssen. Denn wenn nicht, ja, dann sind wir falsch hier. Ich glaube, hier war ich schon mal. Hier war ich schon mal, von der Seite bin ich gekommen. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall doch, doch. Hier waren wir schon mal. Nicht so ganz, aber irgendwo hier.
Und kaputt. Klar, den einen machen wir tot und dann kommen zwei neue. So, die bin jetzt mit Ochs tot gemacht. Mit dem Stier. Gestiert. Und wie wenig Schaden ich mache. Wir sind doch eigentlich gegen sowas empfindlich, ne? Gegen... Na? Gegen Elementar und sowas. Aua. Sehr nice. Okay, den haben wir erwischt. Oder die. Waren ja mehrere. Ich befürchte, ich muss, glaube ich, in diese Richtung hier. Also immer in diese Richtung. Okay, da ist nochmal ein Yokai. Und was haben wir hier? Einen Ninja. Ah, verdammt. Irgendwas schießt von hinten. Weg, 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 heilen. Och, Mann, diese Kotzerei. Hauptsache, der trifft sein Ziel. Auch wenn es auf Distanz ist und auch wenn es wenig Schaden ist. Aber Ninja sorgt dafür, dass er sein Ziel ausschaltet. Egal unter welchen Umständen. So, wer schmeißt von wo? Okay. Ach, da. Und da bist du. Nein, daneben. Scheißen Dreck. Scheißen Dreck. War das nicht geplant? Erstmal kotzen, genau. Ja komm, schieß doch. Und Heddy. Auch nicht so ein Teil. Die sind krass, also die sind wirklich krass, diese Gegner. Nein, was soll das? Okay, erwischt. Oh, sehr schön, das freut mich. So, nach wie vor. Ah, guck mal, hier ist ein Rückweg. Zu irgendwas. Gut, da gehe ich gleich hin. Ich will mich nur mal ganz kurz bei diesen Typen da oben umgucken. Ob es hier noch was gibt. Nee, okay. Alles klärchen. Ach, guck mal, hier ist ja noch ein Yokai. Ich denke mal, wir werden den uns holen. Oh, nicht, das ist so einer. Verdammt. Den hasse ich am meisten. Diesen Hampelmann. Und Sturzattacke. Bam. Oh, das war toll. Das war super toll. Ja, das war cool, hä? Ja, ich find's auch. Gut, gehen wir ein Stückchen weiter. Warte mal, sind wir jetzt von hier durchgekommen? Ne, hier stand er, ne? Hier stand er. Vielleicht müssen wir auch hier lang. Vielleicht gibt's auch einfach zwei Wege. Hier ist nochmal ein hässlicher Magician Man. Nichts geht über meine Axt, denn die ist super stark. Das muss man einfach mal gesagt haben. Was ist denn das, bitteschön? Okay, geil. Ach man, so schön gelacht. Nix hier, ja. Gib dir gleich ein hier, ja. Ach, guck mal, das ist der Rückweg zu dem... Na, okay, alles klar. Gut, hätten wir uns auch sparen können. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich hier hinten lang bei dem... Yokai und schließlich hier weiter. Genau, hier waren wir noch nicht. Kann sein, dass wir unten waren, aber noch nicht oben. Okay, den Ninja habe ich gesehen. Der kriegt jetzt einen geilen Headshot. Und 3, 2, 1. Meins. Ah, hier ist noch was. Wie die da einfach rumstehen.
Linie, ganz ruhig, du kommst schon noch dran. Nein, geh weg. Ja, Hauptsache Bomben schmeißen, Hauptsache töten. Und Fire. Das war's, Mission complete. Ach echt? Okay, ich dachte, wir kriegen jetzt noch was. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich dachte, wir müssen hier noch was Spezielles töten. Aber anscheinend musste ich einfach nur alle, ja, Ninja oder Magier töten. Und das war's. Das war's. Gut, dann gehen wir mal zurück. Wobei, hier unten war ich auch noch nicht, ne? Aber hier gibt's nichts mehr. Hier war auf jeden Fall der Start von der Hauptmission. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, echt nichts. Doch, da war was. Dummkugel. Okay, warte mal. Wie viel habe ich denn davon? Wahrscheinlich brauche ich das irgendwie. Zumindest später. So, wo sind denn diese Dummkugeln? Da. Ach, jetzt verstehe ich das. Diese Dummkugel machen, dass dann meine Medizin nur noch die Hälfte und die Verteidigung geht runter. Ach so. Okay, habe ich nicht gewusst. Jetzt weiß ich's. Gut, dann werden wir mal die Mission hier beenden. Du hast sie alle getötet, nicht wahr? Fürst Leaso ist sicher. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Mein Fürst ist so entschlossen, dieses Land den Frieden zu bringen. Dass seine Methoden manchmal etwas umstritten sind. Beschwörungen wie diese sind nicht ungewöhnlich. Diejenigen von uns, die ihm dienen dürfen, müssen immer wachsam sein. Deine Hilfe kann schon bald wieder vonnöten sein. Ich hoffe, dass du auch an diesem Tag wieder dem Ruf folgen wirst. Mal gucken. Auf jeden Fall haben wir ein paar Doppelschwerter bekommen. Ich glaube, die waren Blitz oder so. So, ich glaube, die waren Blitz. Warte, ich gucke mal kurz nach. Das ist Wasser, ist ziemlich geil. Jetzt muss ich gucken, wo die waren. Genau, hier Blitz. Ich denke mal, ich werde sie nehmen. Blitz, Doppelschwert oder Wasser? Ja doch, eher Blitz. Eher Blitz, Blitz, Blitz. Mal gucken, ob wir jetzt noch ein Level hinbekommen. Wahrscheinlich nicht. Oha, 85 schon. Allerdings können wir das Level vielleicht doch machen, indem wir den ganzen Scheiß, den wir bei uns haben, wieder mal hier umwandeln. 134, ja, weg damit. Also so macht man zum Beispiel auch Elixier. Jetzt haben wir 14 Stück bekommen. Den ganzen Scheiß haben wir umgewandelt. Und ja, jetzt können wir auf jeden Fall hier ein paar Level machen. 1. Okay, machen wir auf jeden Fall in Ausdauer. In Ausdauer, dann hätten wir schon 20. Und mehr Rüstung, das ist, glaube ich, noch besser sogar. Dass wir richtig krasse, starke Rüstung demnächst tragen können. Jo, dann würde ich mal sagen, dass hier der Part aufhört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile das Video und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wenn du möchtest. Und bis dahin sage ich bye bye, wink wink und ciao ciao.